Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Hunter Call of the Wild. Und es ist wieder dunkel geworden, Freunde, ja? Denn wir haben immer noch ein paar Missionen offen. Und deshalb versuchen wir heute die nächste. Ist diesmal tatsächlich keine Goldmission, sondern eine Silbermission. Denn wir müssen immer noch die Wiesenkuh mit der Silberwertung erlegen. Also sind wir hier in Tichina unterwegs. Können wir kurz auf die Map gucken. Für alle, die sich immer fragen, wo ist er denn? Da unten bin ich. Hier Tichinau. Und hier versuchen wir jetzt ein paar Wiesente zu finden. Ich nehme natürlich mal kurz mein Deo zur Hand. Denn der Wind steht wieder optimal für unser Vorhaben. Wie immer, genau die Richtung, in die wir laufen, ist der Wind. Aber das kennen wir ja schon, sind wir gewohnt. Gar kein Problem für uns. Wir warten erstmal auf den ersten Wiesent. Wahrscheinlich werden wir eh keinen finden. Sondern wieder alles andere schießen, nur kein Wiesent. Aber was soll's, ne? Geht schon mal gut los mit dem Fuchs. So, Fuchs, komm her. Fangen wir mit dir an. Fangen wir mit dir an. Ich call den mal ein bisschen ran. Und hoffe, dass wir den dann vielleicht sogar zu Gesicht bekommen. Ich rätsel nur gerade, ob das da unten offen genug ist. Oder ob da vielleicht ein kleiner Wald anfängt, der uns das Ganze ein bisschen erschwert mit der Sicht. Ah, wir gucken einfach mal nach. Kann ja nur gut enden. Man sieht eigentlich offen hier aus. Also nochmal callen. Da waren wir noch nicht, ne? Ist das schon so weit rum gewesen? Nee. Kann ich mir nicht vorstellen. War wahrscheinlich ein Hase. Ich gehe mal hier über die Klippe gucken. Gucken, ob wir da den ersten Fuchs, das erste Tier dieser Session sehen. Die Kante geht noch weiter. Da versuche ich mal. Ja, gut, wenn ich jetzt da vorne drauf laufe, ist er wahrscheinlich weg. Aber ich versuche mich mal dahin zu pirschen, damit wir dann von da runter gucken können. In der Hoffnung, dass er noch nicht ganz so weit fortgeschritten ist. Und wir den dann da erblicken können. Im Tal irgendwo. Er müsste vielleicht nochmal callen, damit ich weiß, wo genau der ist. Und vor allen Dingen, wie weit weg. Aber wir sind zumindest hier erstmal lautlos, zumindest laut Anzeige. So. Ach, und da ist doch eine Kuppe. Gibt's doch nicht. Gut, aber rein theoretisch müsste man den jetzt hier sehen. Nur ich sehe nichts. Aber ich sehe noch keine Fährten. Ist er noch weiter unten? Ist eigentlich eine schöne Wiese hier. Die ist relativ offen. Ein paar Felsen. Aber das Gras ist nicht so hoch. Also eigentlich hätte man ihn hier sehen können. Wenn er sich denn zeigen würde. Er callt aber auch nicht mehr. Dann callen wir ihn halt und beten, dass er vielleicht antwortet. Den Skill dazu habe ich auf jeden Fall freigeschaltet, aber scheint ihn nicht so zu interessieren. There should be a track nearby. Ach, guck, das ist bestimmt der Fuchs. 66 Meter, also ist der auch nicht mehr allzu weit weg eigentlich. Gut, dann versuchen wir mal da vorne auf die kleine Hügelspitze zu kommen. Wenn wir den da nicht sehen, dann ist er wahrscheinlich schon weg, weil das erstmal ein Wiesent. Aber ein männliches. Wir bräuchten ein weibliches, aber es ist zumindest schon mal unser Zieltier. Deshalb würde ich fast sagen, wir missachten mal gerade den Fuchs und laufen mal Richtung Wiesent. Denn vielleicht haben wir Glück und das ist diesmal eine Herde. Als wir das letzte Mal die Mission gemacht haben, haben wir immer nur einzelne Wiesente erwischt. Und leider keine Herden. Aber vielleicht haben wir Glück, dass da ein weiblicher Wiesent dabei steht. Das einzige Problem, was wir dann haben werden, ist der Schuss. Na, guck mal, da ist er. Warnruf, ja, okay, mir egal. Wir gehen jetzt dem Wiesent nach. Denn das ist unser eigentliches Ziel. Mit dem Fuchs können wir eh nichts anfangen. Wenn er nicht gerade auf 200 Meter Entfernung steht, dann haben wir für den eh keine Mission. Zumindest nicht in diesem Gebiet hier. Also gehen wir mal Richtung unserem eigentlichen Vorhaben. Und wenn es so ein Männchen ist, dann können wir zumindest schon mal den Schuss üben.
Denn der muss natürlich sitzen für das große Vorhaben Silber. Also im Zweifel hilft bei der eh nur ein Kopfschuss. Ich weiß, viele sagen immer, schießt du noch auf die Brustwirbelsäule, aber ganz ehrlich, treffe ich bei den Viechern nicht. Treffe ich bei den Viechern nicht, weil ich nie die Höhe einschätzen kann, wie die unter der Fettschicht da liegen. Deshalb versuche ich es mal mit Kopfschuss auf die. Auch kein Halswirbel oder so weit, einfach Kopfschuss und beten, dass er umfällt. Aber erstmal müssen wir ihn überhaupt finden. Das war das Problem mit den fehlenden Callern, aber ich meine, sind wir schon mal gegen den Wind. Wäre cool, wenn er nochmal callen könnte. Ich höre ihn schon. Ich höre ihn schon, den Guten. Er braucht gar nicht callen. Der stopft mich hier irgendwo rum. Um nicht zu sagen, direkt vor mir. Es sind ja mehrere. Jetzt ist hier vielleicht ein Weibchen vor uns. Nee, es ist ein Männchen. Okay, jetzt würde ich natürlich gerne die unten im Wald noch sehen. Da hinten steht einer. Ah. Ein Weibchen. Ein Weibchen. Das da ruhig steht und frisst. Das ist eigentlich prädestiniert für einen Kopfschuss. Boah, aber wo schieße ich da hin? Da auf jeden Fall schon mal nicht. Und er bleibt da verstehen, oder was? Alles klar. Den können wir eigentlich mit dem Wirbelsäulenschuss ausschalten. Na. Da klappt es. Wenn du natürlich so hinten da stehst, dann klappt es auf jeden Fall. Aber den Weibchen haben wir wieder versagt. Da haben wir wieder einfach versagt. Das ist halt schwer, ne? Normalerweise muss ich frontal schießen. Ich konnte es wieder nicht einschätzen, wo da das Gehirn war. Die 2 cm Gehirn, die haben. Aber dem hier haben wir schön in die Wirbelsäule geschossen. Und das wäre schon ein Silbertierchen gewesen. Also 119 müssen wir uns merken. 119. reicht für Silber. Mal gucken, was die Wisent Kuh dann hier letztendlich auf die Waage bringt. Oder aufs Scoreboard, besser gesagt. Brauchen wir 920 Kilo. Das ist aber eine große, oder? Oder meint er nicht? Die sich mal verändert, ne? Scheiße. Scheiße. Vor allem habe ich auch keinen Anschluss hier. Ist die Kugel im Baum hängen geblieben oder was? 920. Auch 920. Sind die alle 920? Okay, sind alle 920. Habe ich den Anschlag gar nicht getroffen oder was? Oder ich sehe... Ne, hier ist ein Anschluss, glaube ich, ne? Ja, hier ist tatsächlich ein Anschluss bei. Den kann ich wahrscheinlich nicht tracken. Doch, da. Fleischwunde leider nur. Das wird uns leider gar nichts bringen. Und das ist wahrscheinlich die ziehende Spur, ne? Jetzt finde ich die Fluchtfelder auch nicht. Was ist das da unten? Gehend. Da unten ist ein Wiesent. Was bist du denn für einer? Du bist ein Weibchen. Oh, guck mal, nur 433 Kilo. 455, was laber ich? 455 Kilo. Überleg mal, was das Weibchen dann mit den 920 Kilo für ein Viech ist. Das muss ja ein richtiger Trümmer sein. Liegt es? Ich glaube, es liegt. Ich glaube, es liegt tatsächlich. Ich habe zumindest nicht mehr wegrennen sehen. Gucken wir mal. Ich glaube, das könnten wir zum Liegen bekommen haben. Ob es dann letztendlich reicht. Wahrscheinlich war es auch das, was wir schon angeschossen hatten. Kann auch sein. Hier ist auf jeden Fall eine Schweißfette von dem, was wir angeschossen hatten. Ja, es liegt auf jeden Fall und ist auch das, was wir schon mal erwischt hatten. Okay, damit können wir die Wertung sowieso vergessen. Aber wir können mal gucken, was die Score-Punktzahl sagt von den Hörnern. Die Trophäenwertung, damit wir das ungefähr einschätzen können, ob es gut gewesen wäre, wenn wir getroffen hätten. So.
81, ne, das hätte glaube ich nicht gereicht. Das hätte glaube ich echt nicht gereicht. Oha, haben wir den so daneben gesammelt? Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und den haben wir auch fast versemmelt. So tief sitzt das. Also unterhalb der Hörner. Seitlich unterhalb der Hörner, okay. Und von vorne dann logischerweise... Am besten zwischen die Augen, hier läuft schon wieder irgendwas. Aber welche Richtung da? Und vor allem was? Das habe ich auch ein Wiesent, oder? Es stapft zumindest so laut. Ja, ich glaube, es ist ja im Wald irgendwo drin, in den Bäumen. Jetzt kommt es, glaube ich, da rechts raus. Ja, da ist es. Da sehen wir das Gute. Bleibst du kurz stehen? Bleibst du kurz stehen? Bleibst du kurz stehen? Na. Zu weit hinten dran, leider. Ich wollte jetzt schießen, bevor der wieder hinterm Baum läuft. Scheiße. Scheiße. Das mit den Goldschüssen, das wird mir, glaube ich, echt das Genick brechen. Oder mit den halbwegs guten Schüssen. Auch das wäre nur eine Fleischwunde. Aber wir gucken erstmal, ob es überhaupt ein weiblicher ist. Vielleicht war es auch männlicher, dann ist das eh egal. Okay, hier sehen wir es natürlich noch nicht. Wir brauchen erst eine Fußspur. Aber zumindest hier die Fluchtfährte, die haben wir schon mal gefunden. So, Blut ist gerade sehr gering. Ist sogar der große weibliche, ey. Leck mich am Arsch. Das wäre wahrscheinlich unsere Silbertrophäe gewesen. Mist. Haben wir tatsächlich verkackt, weil das Viech nicht stehen bleiben wollte. Da wäre der Skill wieder passend gewesen. Ich hätte aber auch einfach geduldiger sein können und einfach nochmal... versuchen können, das Viech in eine gute Position zu bekommen. Aber ihr kennt mich ja, ne? Ihr kennt mich, Freunde. Geduld ist nicht so meine Stärke. Oder Überschätzung durchaus meine Stärke, könnte man sagen. Weil ich denke, dass ich den so auch treffe. Na gut. Dumm gelaufen. Wo ist hingelaufen? War ich geradeaus, ne? Ja. Weiter geradeaus irgendwo. Ich sehe nur nicht, mach doch da vorne. Aber wahrscheinlich ist er auch nicht verendet. Nee, nee. Ja, nee, das sind die zwei, die da sind. Okay. Dann verfolgen wir den. Und gucken mal, ob wir den vielleicht noch gestreckt bekommen. Hier unten geht er weiter. Trabend. Was ist das eigentlich für ein anderer hier? Ich würde den gerne mal checken, aber nicht ohne, dass ich jetzt hier... die Folgefährte von ihm hab. Vielleicht haben wir noch eine Chance auf ein zweites weibliches Bison, was hier sein Unwesen treibt. Da unten ist eine Hütte, die leuchtet. Auch wunderschön. Ne, jetzt habe ich eine andere Fährte aktiviert hier. So, jetzt haben wir sie wieder. Die richtige. Wo geht es weiter? Da. Guck mal, jetzt auch. Hier ist sie gewesen. So. Blut ist gerade gering. 50%. Können wir nur weit hinterherlaufen und beten, dass der gleich sich nochmal zeigt. Aber meistens ist das so mit dem Verfolgen so eine Sache, ne? Das kennen wir schon von den anderen Tieren. Meistens führt das zu nichts. Weil die halt am Traben sind. Gerade wenn du halt für die Viecher keine Calls hast, sind die einfach so unfassbar schnell. Na, jetzt callt da noch ein Reh. Na, wir verfolgen jetzt erstmal den Bison weiter. Denn das hätte ich schon gerne erlegt. Einfach zu sehen,
Was der für eine Trophäenwertung hätte. Der hätte wahrscheinlich für Silber gereicht, wenn wir nicht verkackt hätten. Irgendwo da unten ist einer. Dem gehen wir erstmal nach. Vielleicht ist das eine nächste Chance oder aber das, was wir gerade verfolgen. Ah, da rennt er. Hallo. Na, uah. Was hat er vor? Ja, sicher. Ja, sicher. Haben die ihn gepatcht oder was? Ah, der ist fast tot. Ich glaube, das war das, was uns kurz mal Hallo sagen wollte. Da konnte ich gar nicht so schnell reagieren. Alter. Habe ich ein Medkit dabei? Wahrscheinlich wieder nicht, ne? Wie ich mich kenne. Erste-Hilfe-Set. Boah. Alter, die haben es aber gepatcht, ne? Der hat mir direkt zweimal gehittet. Was ein Monster-Bison. Ich kann mal recallen, so für zwischendurch. Na toll, jetzt ist er wahrscheinlich dreimal im Kreis gelaufen und ich finde sowieso nie wieder die richtige Richtung wieder. Oh, da greift er mich einfach an. Frech. Ne, das ist auf jeden Fall der falsche. Beziehungsweise eine alte Fährte. Aber der muss ja hier irgendwo wieder lang gelangt sein. Hier vielleicht? Ja. Hier ist er durchgestartet. Dann verfolgen wir die Spur mal weiter. Da habe ich auch überhaupt nicht geschaltet. Da war ich so perplex von der Dreh. Komm, mein Kleines. Komm ruhig zu mir. Das Wiesent kann auch ein bisschen warten. Ich glaube, ich höre was laufen, oder? Ich meine, ich höre was links. Ich glaube, ich bilde mir das auch nur ein. Ach, da ist es. Da kommt der Dreh. Im Scheinwerferlicht angetrabt. Und mit einem Herzschuss niedergestreckt. Immerhin haben wir das erwischt. Aber wie sind... Wird noch ein bisschen laufen. Ich weiß nicht, ob wir das noch finden. Ich werde jetzt wieder Dreh einsammeln und dann noch ein bisschen der vertanen Chance hinterher trauen, dass wir das Wiesent nicht direkt erlegt haben, weil es, glaube ich, echt ein gutes war. Aber was sollst du machen? Wie immer, letztes Mal beim Goldhirsch, den ich verkackt habe. Heute das Wiesent, was wir verkackt haben. Wenn der Wurm drin ist, ist der Wurm der auch nur noch 25%, ne? Vielleicht fällt er so noch irgendwann um. Wenn wir den noch ein bisschen... Bisschen treiben. Ich weiß nicht, ob er irgendwann verblutet. Da ist noch ein Reh, aber auch ein weibliches. Was haben wir noch so für Wiesente hier? Guck mal, ist noch so ein großes. Ich glaube, das ist ein Bug, oder? Jede Spur wird mir mit 920 Kilogramm angezeigt. Zumindest von den weiblichen. Ich glaube, das stimmt einfach nicht. Kaiser hat hier nur so riesen starke weibliche Wiesen herumrennen. Ach, das ist eine Hütte, die da leuchtet. Ich denke schon, was ist das denn da wieder? Hat sie wieder einen Bogen gemacht? Und ist dann vielleicht wieder weggelaufen, weil wir geschossen haben? Könnte sein, wenn ich das hier so sehe. Oder ist es da oben lang gelaufen? Ist das Dreh gewesen? Okay, okay. Ist jetzt dann wieder da lang gelaufen? Ja, ist auf jeden Fall eine frische Spur. Jetzt müssen wir gucken, ob das hier weitergeht. Ja, da vorne. Alles auf jeden Fall hierher gezogen. Es callt doch da vorne schon wieder irgendwo. Ja, da hinten rentet.
Diesmal nicht zu mir, oder was? Ist ganz schön wachsam, ne? Ganz schön wachsam. Also wird schon wieder gerannt, bevor ich ihn gesehen habe. Ah, okay. Er stand auch ein bisschen im Wind drin. Vielleicht deshalb. Aber das wird echt schwer zu kriegen, glaube ich. Was ruft da noch? Das Reh wieder, ne? Naja. Das ist der Dreh. So, hier ist unsere Wiesenspur. Und die wird wahrscheinlich gleich da vorne am Hang laufend sein, nach rechts rüber. Hier ist es schon laufend gewesen, alles klar. Also, es lässt uns nicht mehr so wirklich an sich ran, leider. Ist jetzt ein bisschen schreckhaft geworden, das Gute. Ja, hier ist nämlich die Fährte. Ich habe hier einen Bogen gemacht, da vorne geht es hier so zack einmal um den Bogen und dann ist es hier so nach da durchgestartet oder so. Irgendwie so rum. Ne, warte mal, hier läuft es nach da. Die Gefährten sind jetzt hier frisch. Die auf jeden Fall nicht. Oh, jetzt hatte ich hier wieder dreifachen Salto Mortale gemacht in dem auf dem Fußboden. Nee. Nee. Hier ist eine frische, guck an. Hier auch. Okay, dann ist halt hier. Aber welche sind nach rechts gelaufen? Irgendein anderes wahrscheinlich. Logischerweise, ja. Sherlock am Werk. Sherlock Pantoffel ermittelt wieder. Und findet die Fußspur. Aber ohne den Skill hätten wir es, glaube ich, niemals da gelöst, das Problem. Wo jetzt hier welche Fußspur ist. Und wo vor allem die frischen sind. Aber das haben wir zum Glück hinbekommen. Nur leider ist das Wiesen immer noch über alle Berge. Ist auch halt immer noch laufend, ne? Da kommt noch ein anderes. Gehen wir uns das mal angucken. Gehen wir uns das mal angucken. Vielleicht eine neue Chance. Das andere werde ich sowieso nicht kriegen. Aber vielleicht haben wir hier eine neue Chance auf Erfolg. Wir müssen da nur nah genug rankommen diesmal. Und es auch sehen. Sehen wir es schon? Ist so dunkel alles da, ne? Aber eigentlich ist es relativ offen. Ich hätte jetzt irgendwo da eingeschätzt, so in Straßenregionen. Also allzu weit. Hätte ich den jetzt nicht gesehen. Hm, laufen wir ein bisschen in die Richtung. Vielleicht ergibt sich ja gleich, dass wir das zufällig über die Straße rennen sehen. Und dann nochmal einen guten Schuss anbringen können. Bei denen kannst du auch nie einschätzen, ob die jetzt scheu sind oder nicht. Ne? Manchmal ja, kannst du auf die zulaufen, dann machen die gar nichts. Und manchmal kannst du auch in 300 Metern nicht auf die zulaufen und die hauen direkt ab. Aber das sehe ich leider nicht. Hm, entweder ist da links hinter der Kuppe. Oder aber ist tatsächlich noch weiter weg gewesen. Ich pirsche mich da links an der Kuppe entlang. Und hoffe, dass ich von da ein bisschen bessere Sicht habe. Aber mir das vielleicht ausmachen können. Aber wenn es natürlich jetzt schon wieder trabend ist oder so, ist natürlich schon wieder über alle Berge drüber, ne? Dann ist schon wieder weg, das gute Tier. Dann werden wir es wahrscheinlich nicht kriegen, aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Ich habe aber noch nichts laufen. Hm, da hinten sehe ich aber auch nichts auf der anderen Seite. Ne. Warte mal. Ich glaube, hier oben läuft irgendwas. Ach, da steht er doch direkt vor mir. Was haben wir denn da Gutes? Ah, ich habe Fängler schon in der Hand.
Ein männlicher, alles klar. Ein männlicher Wiesent. Immer trotzdem erlegen oder zumindest versuchen. Ich habe jetzt wieder hier eine richtig schlechte Position. Ah, okay, dreht sich um. Bleibt jetzt auch stehen. Ah, scheint gleich, wenn er mit dem Kopf dahinter ist, ne? Gut hat jetzt seine schöne Trefferzone erfolgreich verdeckt. Und mir nicht mal die Chance auf einen Schuss gibt. Ja, ich sehe den braunen Knubbel da noch. Aber was ist davon was? Ich glaube, er dreht sich so gerade zu mir. Ist mir so halb irgendwie. Versuchen wir uns mal ein bisschen anzupirschen. Ja, ich habe immer noch den Arsch zu mir. Soll man eine Wirbelsäule schießen? Ich weiß nicht, ob ich da treffen würde. Oder sollen wir einen Schuss aufs Herz versuchen? Liegt. Liegt der Wirbelsäulenschuss. Der bringt dann auf die Wiesente doch besser, vielleicht sogar besser als den Kopfschuss. Aber dazu muss man natürlich auch so eine leicht erhöhte Position kriegen. Und dann treffen wir die. Auch der mit einer Silberwertung, aber leider auch ein männlicher. Und wir brauchen den weiblichen. Hat nicht sollen sein heute. Trotzdem beenden wir das Video an der Stelle. Den einen werde ich eh nicht mehr finden. Der ist über alle Berge. Und auch ein bisschen zu scheu. Habe ich verkackt, glaube ich. Ich glaube, der wäre relativ gut gewesen. Zumindest wenn die Kilogrammzahlen stimmen, die da auf dem Fußboden waren. Aber ich glaube, die sind auch schon ein bisschen ungenau oder einfach verbuggt gerade. Ich weiß es nicht. Aber dass die alle die gleiche Anzeige haben, wundert mich ein bisschen, ehrlich gesagt. Gut, wir werden es nicht wissen, indem wir so lange wir es nicht finden. Aber nichtsdestotrotz machen wir hier Feierabend. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.